Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Koschek mittendrin, live aus dem Bundestag in Berlin. Und jetzt viel Spaß mit Hartmut Koschek. In dieser Woche hat der Deutsche Bundestag in einem überparteilichen Konsens den Weg freigemacht für den Energieumstieg in Deutschland. Wir wollen aus der Katastrophe von Fukushima in Japan die Konsequenz ziehen, dass wir frühzeitiger in Deutschland umsteigen von der Kernenergie auf erneuerbare Energien. Dabei muss gewährleistet sein, dass unser Land, ein hochindustrialisiertes Land, die größte Volkswirtschaft in Europa, auch in Zukunft auf sichere und bezahlbare Energie vertrauen kann, dass wir aber auch unseren Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leisten. Das wollen wir durch eine Fülle von Maßnahmen tun, vor allem durch einen schnelleren Umstieg auf erneuerbare Energien, aber auch durch mehr Energieeffizienz. Wir wollen zum Beispiel dafür sorgen, dass dort, wo Energie heute noch nicht hinreichend eingespart wird, stärker in Zukunft Energie eingespart wird. Wir wollen Anreize schaffen für die energetische Sanierung von Gebäuden. Wir wollen aber auch mehr Wertschöpfung für Energiegewinnung im ländlichen Raum durch mehr Dezentralisierung. Das bedeutet auch Chancen gerade für unsere oberfränkische Heimat, wo wir seit Jahren im Bereich der erneuerbaren Energien federführend sind. Und wir wollen, dass durch den Energieumstieg und die gesetzlichen Grundlagen, die in dieser Woche im Deutschen Bundestag gelegt worden sind, gerade auch Oberfranken zur Energieregion Nummer 1 in Bayern und Deutschland wird.